Machen Sie sich keine Sorgen. Ihr Ei ist bei mir in guten Händen. Dich wird niemand klauen. Was machst du denn hier? Ich will das Ei klauen. Ich will das Ei beschützen. Das ist ja jetzt sehr ärgerlich. Herzlich willkommen bei Das schaffst du nie. Ach was. Deine Aufgabe heute ist es, durch diesen Laserparcours zu kommen. Der erste Abschnitt, eine anspruchsvolle Artistikpassage. Dann der Todessprung. Und am Ende muss sich Ari flach machen. Es geht um Millimeter. Sowas mal zu bauen, war schon immer mein Kindheitstraum, wie in einem richtigen Actionfilm, voll Laser und so. Und natürlich auch hier, berührt Ari so einen Strahl, ist es sofort vorbei. Alles klar. Ist ja nicht das erste Ei, was ich klau. Man muss einfach gucken, wo die Laser runtergehen. Eine falsche Bewegung, die Alarmlage geht an, ist alles vorbei. Deswegen höchste Konzentration und so ein Profi wie ich hat natürlich Desinfektionsmittel dabei. Okay, check. Hier ist so ein ganz gewitzter Kleiner. Das habe ich gesehen hier. Das habe ich hier mit meinem kleinen Desinfektionsmittel habe ich das gesehen. Da muss man rüberhüpfen. Der eine ist besonders fies. Ich habe einen Laser gebaut, der am Boden einmal quer über das ganze Feld geht. Hier erstmal drüber. Ach so, vielleicht sollte ich noch die Jacke ausziehen. Die ist ja ein bisschen. Ja, es macht besonders Sinn, das jetzt in diesem Laserfeld. Du bist so ein Idiot. Wow. Tada! Vor allem, man fühlt sich so beschissen, wenn man selber nichts sieht. Wenn ein Lichtstrahl auf dich gerichtet ist, dann trifft dieses Licht auf ganz viele Staubpartikel und dann siehst du das Licht besser. Wenn es aber so ist, dann siehst du eben nichts, weil ja kaum was getroffen wird. Und wie stehe ich so? Das ist natürlich jetzt blöd wegen des Diebstahls, wegen des Eis da. Was machst du da? Ne? Ja. Oh, der ist ziemlich tief. Ich hab ja so einen großen Kopf, weißt du? Das ist problematisch. Und es ist ärgerlich, ich hab schon wieder vergessen, wie sich Ari am liebsten fortbewegt. Und zwar krabbelnd. Das habe ich unterschätzt. Jetzt ist es vorbei mit dem Gekrabbel. Oh, ein Fo. Hä? Ach ja, da ist er ja noch quer. Halbzeit, wie wir Profis sagen. Ich habe unterschätzt, dass du so flach bist. Wieder eine Witze. Jetzt wird's spannend. Wie macht man's? Jetzt muss man gucken, ist die Birne größer oder der Arsch? Hier kann sie nicht drüber über den zweiten, sondern über den ersten geht's noch. Und jetzt muss sie unten durch. Das wird spannend. Gott, yes. Muss ich ja mit dem Hintern aufpassen. Oh Gott! Wo ist der Hintern? Ei, ei, ei. Das ist
bin nicht das Erste, was ich mit meinem Hintern mal eingerissen habe. Sicher auch nicht das Letzte. Alter! Oh, war das knapp! Meine Paradedisziplin war immer schon Robben. Das war ein Pillepalle. Jetzt kommt aber eine Disziplin, Nein, das wird schlecht. Das springt mir nicht sehr schlecht. Ich weiß es, Ari. So, also ein Beherzter. Oh, du irritierst mich! Ja, sorry Leute, aber was habt ihr gedacht? Natürlich wird ein sogenanntes Fabergé-Ei doppelt und dreifach gesichert. Die hat übrigens der Goldschmied Peter Karl Fabergé damals für die russische Zarenfamilie gemacht. Und so ein Ei ist bis zu 24 Millionen Euro wert. Dann sieht's jetzt echt ziemlich schlecht, gell? Ziemlich schlecht? Null! Ziemlich schlecht? Oder ich mach's so. Vielleicht ist besser. Okay, warte. Wow! Du kommst nicht. Jetzt kommst du nicht mehr rum. Jetzt kommst du nicht mehr rum. Es ist so knapp. Guckst du mir auf den Arsch? Guck weg. Guck weg! Sagen wir so, wenn du jetzt zwei Eier hättest, hättest du bereits verloren. Ich hab hier noch. Ich kann das hier noch hochziehen. Ist ein Kopfding. Du musst denken, ich schaffe das. Auch wenn ich das noch nie gemacht habe, schaffe ich das. Nein! Enchanté. So, jetzt machen wir noch mal wieder die kleine Robbe. Und da ist es vorbei! Du bist mit dem Fuß hinten drin! Nein! Alles wird gut. Ich weiß, es ist gelungen. Nur im Traum sind wir geflogen. Doch es glaubt dir, wenn du sagst. Du hast es geschafft schon! Und dann so ein Leichtsinnsfehler! Oh nein! Das Ari! Die Cops sind da, Ari. Hi, Herr. Nein! Hi, das, Herr. Das liegt gerade so schön auf der rechten Seite. Wenn ihr wissen wollt, ob Ari jemals wieder aus dem Gefängnis rauskommt, dann lasst uns hier unten ein Abo da, dann verpasst ihr kein Video mehr. Hier oben seht ihr Sebastian Meinberg im Casino bei der Casino Challenge. Und hier seht ihr einen erfolgreichen Juwelendieb. Da redet unser Funkkollege Valulis drüber. Der, glaube ich, hat auch viel zu viele Infos. Ich geh auf den Knast jetzt. Ich gehe darüber. Du gehst hier Tschüss, raus. Tschüss, das war ein schöner Tag. Ciao.